100%。Besuchstag, wie jeden Mittwoch. Im Hochsicherheitsgefängnis von Kamischli. Hier sitzen ausschließlich Dschihadisten. 650 Mitglieder des Islamischen Staates. Viele von ihnen Syrer. Die meisten gefangen genommen durch die arabisch-kurdischen demokratischen Kräfte Syriens in den Schlachten um Deir ez-Zor und Araka. Ein paar Minuten Unterhaltung verbinden sie allwöchentlich mit der Außenwelt. Diese Minuten halten sie am Leben. Mit 24 Jahren war Abderrahman ein unverzichtbares Mitglied im Führungskader des Islamischen Staats. Heute am Mittwoch wartet der Buchhalter des IS geduldig auf seine Familie. Sie ist spät dran. Sich sehen, ohne sich zu hören. Sich sehen, ohne sich zu berühren. Verurteilt wurde er von einem kurdischen Tribunal. 6 Jahre und 6 Monate Haft muss Abderrahman noch absitzen. Er, seine beiden Frauen und seine 7 Kinder führen getrennte Leben. Jede Woche das gleiche Ritual. Seine Familie lebt in einem vertriebenen Camp. Sie besucht ihn in diesem Raum ohne jegliche Privatsphäre. Das mit dem IS war ein Fehler. Wir haben da mitgemacht, weil wir arm waren. Und bei den Leuten hatten wir es besser. Er tat es für seine Kinder. Zu 90% tat er es für seine Kinder. Aber bei den ersten Bombenangriffen wollte er fliehen. Er floh vor dem IS, wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Schluss machen. Frag Papa, wie es ihm geht. Er war Soldat in Assads Armee und desertierte bei den ersten Kundgebungen. Wissen Sie, nach den Kundgebungen gegen das Assad-Regime radikalisierten sich viele in den Gefängnissen. Wenn man all diese Toten sieht, dann wird man wie von selbst zum Salafisten, Wahhabiten, Dschihadisten. Und die Folter, die übersteht man nicht unbeschadet. Diese Gewalt machte uns zu Monstern. Abderrahman ist kein Dschihadist wie die anderen. In Araka spielte er für den IS eine Schlüsselrolle. Von Wasser über Nahrungsmittel bis hin zu Baumaterial. Er organisierte die Versorgung von 100.000 Menschen. Von Anfang an war er beim Islamischen Staat in Syrien dabei, noch vor der Ausrufung des Kalifats. Am Ende war Abderrahman für die gesamte Logistik verantwortlich. Für ihn war der IS Reichtum und Untergang zugleich. Natürlich gehörte ich zum IS. Ich mochte die Leute dort sehr und sie mochten mich auch. Mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, mit denen lief das sehr gut. Natürlich haben sie mir viel Geld gegeben. Deshalb bin ich ja auch geblieben. Ich bekam zwischen 300 und 500.000 Dollar. Ich begann zu sparen. Gleichzeitig dachte ich, dass ich nicht allein wegen des Geldes bleiben könnte. Ich verdiente gut, aber die Situation entglitt mir. Wegen der Unterdrückung und der Gewaltexzesse wollte ich dann weg. Aber ich musste bleiben. Sie hinderten mich. Sie hielten mich zurück. Sein idyllisches Leben beim IS nahm ein jähes Ende, sagt er, als schließlich tausende ausländische Kämpfer dazustießen. Sie begannen, mich anders zu behandeln. Ich war ihnen nicht radikal genug. Und auch ich begann, sie immer mehr zu hassen. Abgrundtief. Das wollte ich nicht. Ich bin aus religiösen Gründen zu ihnen gekommen, weil sie die Scharia durchsetzen wollten, dem Recht zur Geltung verhelfen. Aber von alledem nichts. Sie haben die Menschen umgedreht. Aber das ging zu weit. Der IS hat zu viele Fehler begangen.
Und da hasste ich sie. Bei denen verwandelte sich meine Liebe in Hass. Die Dschihadisten werden von der Gefängnisverwaltung streng überwacht. Unter der Leitung einer Frau. Sie ist Kurdin, trägt keinen Schleier inmitten all der Ultraradikalen. Es wirkt wie ein Kulturschock. Doch nicht für Abia Massoud. Zum IS kann man eine vorgefasste Meinung haben. Klar hatte ich Angst. Doch trotz dieser Angst musste ich sie auch respektieren. Und ich fragte mich auch, ob ich ohne Schleier da hineingehen konnte. Und ob mich die Gefangenen ohne Schleier angreifen würden oder fragen würden, warum ich keinen Schleier trage. Aber nichts davon ist geschehen. Es gab keinen Zwischenfall. Nein, im Gegenteil, alles läuft sehr gut. Während der beiden Einführungstage dürfen wir weder die Fassade filmen, noch die Flure und die Zellen. Alles wirkt wie ein undurchdringliches Verlies. Am Anfang werden wir zu einem Gespräch mit der Direktorin geladen. Von ihrer Methode zur Deradikalisierung ist sie überzeugt. Wenn die einem solche Zeichnungen vorlegen, dann ist das für sie ein großer Schritt. Uns bedeutet das viel. Das ist eine Art Geschenk. Und wenn die Häftlinge dem Gefängnisdirektor ein solches Geschenk machen, dann trägt unsere Arbeit wohl auch Früchte. Ihnen wird klar, dass der IS ihnen düstere Ansichten eingeimpft hat. Hier sehen sie wieder Licht und bekommen allmählich wieder einen anderen Blick auf die Realität. Zum Beispiel diese Frau hier mit der Fackel. Die haben die Dschihadisten gezeichnet. Das steht für eine freie Frau. Ein Mensch, der von einer radikalen Ideologie besessen ist, wird nicht von sich aus eine freie Frau zeichnen. Das zeigt, dass unsere Umerziehung Früchte trägt. Gefangene Dschihadisten, die Frauen zeichnen. Unverschleiert, fortschrittlich und kurdisch. Man könnte fast darüber lächeln, doch die kurdische Deradikalisierung geht noch weiter. Die Gefängnisleitung lädt uns ein zu einem Rundgang durch einen mehr als ungewöhnlichen Ort. Das hier ist der Adler der kurdischen Sicherheitsdienste der Provinz Rojava. Und diese beiden Holzfiguren hier stehen für Frieden. Willkommen in der Modellwerkstatt des Gefängnisses von Kamischli. Ex-Dschihadisten schulen sie hier zu Innenausstattern um oder zu Gebäudemalern. Das Ziel ist ihre Wiedereingliederung in die syrische Gesellschaft. Das da sind 15 cm und das da sind auch 15. 15, hast du mich verstanden? Das da ist genauso lang. Hier lernt man Miniaturmodelle zu bauen. Und das nach klaren Vorgaben. Nämlich zu Ehren von Rojava, der autonomen Provinz Kurdistan, oder zu Ehren Öcalans, dem verehrten Führer der PKK, der Kurdenpartei, die das Gefängnis unter der Hand kontrolliert. Hey Jungs, aufpassen. Achtet auf die Arbeit eures Kollegen. Schaut euch genau an, wie er Maß nimmt. So kommen wir alle voran. Heute gibt Saif sein Wissen weiter. Früher war er Dschihadist. Kurz vor einem Selbstmordattentat wurde er verhaftet, sagt der kurdische Geheimdienst. Seit 8 Monaten sitzt er im Gefängnis. Er träumt jetzt von einem eigenen Architekturbüro. Meine Modelle sind inspiriert von dem, was ich erlebt habe. Sie zeigen, wie mein Land vor dem Krieg war. Hier zerstöre ich nichts, ich errichte etwas. Mit Miniaturmodellen. Als sähe ich Syrien von vor dem Krieg, vor der Invasion, vor der Ankunft des IS mit seinen islamistischen Vorstellungen. Das war mein Land. Und das war das soziale Netz meines Landes. Noch vor wenigen Monaten zeigte Saif ein ganz anderes Gesicht.
Drei Jahre zuvor kämpften Saif und seine Männer gegen die Streitkräfte des Assad-Regimes voller Wut und Überzeugung. Ein Werdegang so komplex wie der Syrien-Konflikt selbst. Erst bei den Rebellen der Freien Syrischen Armee und dann ab 2015 für den IS. 6 Jahre Bürgerkrieg haben Syrien ausgeblutet. Ein großer Teil der Infrastruktur ist zerstört. Den Nordosten des Landes kontrollieren de facto die Sieger. Die Kurden von den Volksverteidigungseinheiten JPG. Sie verwalten die Städte, geben sich als Garanten für die Sicherheit in den vom Islamischen Staat zurückeroberten Siedlungen aus. Die wenigen Symbole, die von ihm noch übrig sind, werden zerstört. Hier, das ist das Siegel des Islamischen Staats. Noch ist der Krieg nicht zu Ende. Doch für die Kurden hat die Nachkriegszeit schon lange begonnen. Für die kurdischen Behörden steht einiges auf dem Spiel. Vor allem die so sehr erhoffte internationale Anerkennung. Die Provinzbehörden erläutern ihre Haltung zum Umgang mit den Dschihadisten, mit Kämpfern, die keiner haben will. Die Sprecherin der JPG, Nisrin Abdullah, appelliert an die Verantwortung des Westens und die der arabischen Länder. Unsere Zusammenarbeit mit dem Westen soll dafür sorgen, die Dschihadisten von den Grenzen fernzuhalten. Wir erziehen den IS um. Was dabei herauskommt, können wir jedoch nicht sagen. Aber diese Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, müssen das Risiko richtig einschätzen. Was, wenn sie auf freien Fuß kommen? Sie könnten instrumentalisiert werden und sich in Frankreich, England und den USA neu organisieren. Das muss unseren Partnern klar sein. Der Westen ist also gewarnt. Die syrischen Kurden möchten verhandeln, mit den IS-Gefangenen als Faustpfand. In der Zwischenzeit, im Hochsicherheitsgefängnis von Qamishli, ist der Krieg nicht weit. In der Krankenstation. Verletzte Kämpfer aus den verschiedenen Schlachten warten auf medizinische Betreuung. Heute sollen 2 14-Jährige behandelt werden. Überrascht stellt die Gefängnisleitung fest, wie jung sie noch sind und versucht, eine Lösung zu finden. Mahmoud, sieh zu, dass du deine Familie findest, damit wir Kontakt mit dir aufnehmen können. Zwangsrekrutiert vor 6 Monaten. Die beiden Jugendlichen kämpften noch bis vor wenigen Wochen für den IS. Einer der beiden verlor bei einem Luftangriff in der IS so ein Bein. Der stellvertretende Gefängnisdirektor will verstehen, wie es sein kann, dass sie zu Kanonenfutter des Islamischen Staates werden konnten. Erstmal wirst du von der Militärpolizei verhaftet und eingesperrt. Aha. Dann kommst du in ein Camp, das heißt bei denen Erlösung. Dann wirst du verprügelt und an die Front geschickt. An die Front? Ja, an die Front. Und da kannst du sterben. Und wer hat entschieden, an welche Front du kommst? Gegen das Regime, gegen die Freie Armee? Hast du gegen das Regime gekämpft? Nein, nie. Reden über den Krieg auf der Krankenstation. Beim Gefängnisfriseur hingegen redet man eher wenig oder hält am besten ganz den Mund. Auch der Barbier selbst ist ein Häftling. Schon seit 10 Monaten lebt er hinter Gittern. Hier auch schneiden? Ja. Bevor er sich als Friseur versuchte, war Talar Schneider in Araka. Das allerdings war nur ein Deckmantel für weit weniger noble Umtriebe. Ich war Waffenschmuggler. Ja, Waffenschmuggler. Unser Dorf lag an der Grenze zur Türkei. Unser Job war der Waffenschmuggel. Talar gibt kein einziges Mal im Gespräch zu, dass er Waffen an den IS verkauft hat. Ich war nicht beim IS. Sie waren nicht dabei? Nein. Warum sind Sie dann hier? Sag ich doch, ich bin Waffenschmuggler. Und für wen haben Sie verkauft? Für mich selbst. Ich habe gekauft und verkauft. An wen? An Händler in der Türkei. Von Syrien in die Türkei? Genau.
Waffenschmuggel von Syrien in die Türkei. Die kurdischen Behörden halten das für eine Verdrehung der Tatsachen. Seine Zusammenarbeit mit dem IS sei bewiesen. Dafür bekommt er 6 Jahre Haft. Dennoch, zu belasten scheinen ihn seine Haftbedingungen kaum. Hier auch schneiden? Ja, sehr gut. Ist das okay für Sie, die Koteletten auch? Ja. Talar berichtet aus der Zeit unter dem IS und erzählt uns verstörende Geschichten von Exzessen in Araqqa, in der ehemaligen Hauptstadt des Kalifats in Syrien. Sie schleppten einen der Iren an. Er war gekleidet wie Sie und trug einen Bart. Sie meinten, er sei ein Verräter, ein Spion. Er war aber einer von Ihnen, einer vom IS. Sie schleppten ihn an und banden ihn auf einen Klotz, einen Holzstamm. Sie zogen ihm das Hemd aus und auch sein pakistanisches Gewand. Dann packte sich einer von ihnen ein Beil und hackte ihm in den Hals. Aber der Henker musste 2-mal zuschlagen, bis er ihn enthauptet hatte. Sie sagten, so würden Verräter bestraft und brüllten vor Freude. Nie wird er diese Exzesse verurteilen. Talar geht wieder zurück zu seinen Scheren unter dem Blick von Abdullah Öcalan, der hochverehrte Kurdenführer, der in diesem Hochsicherheitsgefängnis allgegenwärtig ist. Das hier sind die Asayish, die kurdischen Sicherheitskräfte, die hunderte von Dschihadisten streng bewachen. Sie wollen zeigen, dass das Gefängnis alles sein kann, nur kein Guantanamo. Was ist also besser als eine Partie Volleyball? Und wie zufällig gesellt sich auch Rezan Ibrahim hinzu, der Sicherheitschef. Keine Waffen, keine Schlagstöcke. Während der Dreharbeiten geben er und seine Männer sich stets als joviale Organisatoren. Sieger, die sich nicht lange bitten lassen, um einzugreifen und keine Gelegenheit auslassen, um gegen einen der Ex-Dschihadisten zu punkten. Wie ich das sehe? Ich weiß, wir können Ihnen helfen, davon loszukommen. Wir haben es geschafft, eine menschliche Verbindung zu Ihnen aufzubauen. Darüber sind wir froh. Sie sind zwar unsere Feinde, doch wir glauben, wir können Sie wieder auf den rechten Weg bringen. Man kann Sie wieder in die Gesellschaft integrieren. Ich sage der Welt und dem Westen, redet nicht so viel. Wie viele Länder halten ihr eigenes System für das Beste, werfen mit Sprüchen um sich, geben sich gerne als große Demokraten und Verteidiger der Menschenrechte, auch wenn sie das in Wahrheit nicht sind. Das sind nur Worte. Sowas wie das hier bringt uns voran. Damit könnten wir viele Probleme lösen. Eine wirkliche Chance für die Häftlinge, zu einem neuen Menschen zu werden? Frommer Wunsch oder Propaganda? Vielleicht etwas von beidem. Der Kampf gegen Extremismus bedeutet auch zurück ins Klassenzimmer. Es geht um Erziehung oder eher um Erziehung. Für die kurdischen Behörden ist ihr ideologisches Programm Ehrensache. Einen Monat lang drücken an die 20 Dschihadisten täglich die Schulbank. Wissenschaft darf sich nicht auf Teilstudien beschränken. Sie hat alles abzudecken, muss alles umfassen. Auf die Wissenschaft legt die kurdische Arbeiterpartei PKK großen Wert, die dieses Gefängnis über die YPG kontrolliert. Ein Kurs in Wissenschaft, der jedoch wenig akademisch daherkommt. Ziel ist nicht in erster Linie die Vermittlung von Wissen. Vor dem Krieg war dieser Lehrer hier Innenausstatter. Eine Theorie in der Astronomie besagt, wenn die Sonne aufgeht, verschwinden die Sterne, die anderen Planeten und auch der Mond. Und eben diese Theorie wird von repressiven, autoritären Systemen genutzt. Die Macht, sagen sie, sei wie eine Sonne, die die Bevölkerung beherrscht. Und deshalb habe das Volk nichts zu sagen. Genauso wenig wie der Mond, weil die Macht ihn überstrahlt. Hier
Von der Astronomie zur politischen Theorie ist es nur ein kleiner Schritt. Die Wissenschaft bleibt dabei etwas auf der Strecke. Der Unterricht nimmt eher eine politische Wendung. Wie Sokrates, wie unser Prophet Mohammed, Friede und Gebet seien mit ihm, und wie Öcalan forderten sie, man solle den Weg der Erkenntnis und des Lernens beschreiten. Und natürlich lassen sich abschließend bestimmte Koranverse anführen. Wie unser allmächtiger und gnädiger Gott sagt, denken diese Menschen nicht? Verstehen sie nicht? Sehen sie nicht? Was haben diese Fragen eurer Meinung nach zu bedeuten? Sie zeigen, dass Gott euch auffordert, zu sehen, nachzudenken, zu lernen. Ein marxistischer Dozent mit religiösen Anwandlungen. Auf das Terrain des Korans wagen sich nicht einmal die ehemaligen Mitglieder des IS. Ihr Dozent Kochir Massoud aber schon. Ich bin von dieser Methode der Umerziehung überzeugt. Der Mensch hat Augen und ein Gehirn und mit Hilfe der Erkenntnis kann er klar sehen und er findet seinen Weg. Denn ohne Wissenschaft ist der Mensch blind. Und natürlich ist der Zugang zur Erkenntnis nur durch Wissenschaft und Bildung möglich. Um diese Menschen also umerziehen zu können, muss man die geistige Nahrung des IS hinterfragen. Umerziehung. Diese Gefängnisakademie erscheint davon wie besessen. Zu seiner Zeit praktizierte auch der IS eine, allerdings radikalere Form von Umerziehung. Damals nahm auch Abderrahman, der Buchhalter des Islamischen Staates, an diesen Kursen religiöser Indoktrinierung teil. Danach kamen die Leute vom IS. Sie unterrichteten uns in Ideologie, in Glaubensfestigung und so. Zu Anfang meinten sie, sie wollten uns keine Religion aufzwingen. Aber ihre Absicht trat schnell offen zutage. Sie waren von der Religion wie besessen. Und Sunniten wie wir, die unter dem Assad-Regime gelitten hatten, waren da eine leichte Beute. Zuerst bekamen wir verschiedene Ausbildungen und wurden in der Scharia unterrichtet. Dabei ging es um die Theorie und wie man sich verhalten sollte, wie dieser islamische Staat zu errichten sei. Danach verschwand die Theorie und übrig blieben nur noch die Kämpfe. Ist eine Deradikalisierung möglich? Die kurdischen Behörden jedenfalls machen viel Werbung für ihr Gefängnis mit vorgeblich menschlichem Antlitz. Sie inszenieren Familientreffen ausschließlich für unsere Dreharbeiten. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich Araka verlassen hatte, war ich vogelfrei. Meine Nachbarn hatten mir gesteckt, dass der Geheimdienst des IS mir auf den Fersen ist und dass sie mein Haus niedergebrannt hatten. Von da an beherrschte die Angst mein Leben. Und sie ist immer noch da. Aber ich bin nicht mehr beim IS. Ich habe mich geändert. Als wir Abderrahman in seiner Zelle interviewen wollen, bricht die Gefängnisleitung die Dreharbeiten ab. Wir wollen noch verhandeln, doch plötzlich gehen die Tore wieder zu. Den Flur hier nicht finden. Und so wurde uns allen wieder klar, dass dies hier ein Gefängnis ist.